Recht herzlich willkommen zur 179. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, der Mordrak hat mir geschrieben, dass ich bei der Rakete so ein paar kleine Dinge falsch gemacht habe. Und ja, dann haben wir da noch das Wobbeln des Todes nennt er es, beim Starten, weil die kopflastig ist, die Rakete, dass sie dann mir kaputt gehen könnte. Gut, dann wollen wir da erstmal die laden. Und schauen, was wir da reparieren können. Also das ist schon mal der falsche Fallschirm. Der muss weg. Und war das bei Aerodynamics? Nee. Muss ich erst wieder durchklicken, wo dieser tolle Schirm war. Da ist er. Das ist der richtige. Der muss da drauf. Okay. Ich war immer davon ausgegangen, dass er kleiner ist. Aber naja, dann passt das wohl. Dann ging es um die Batterien, die dann doch etwas zu schwach sein sollten. Ist ja auch kein Problem, ne? Electricity ist hier und Batterien sind da. Ne, mach das nochmal weg. Mach den nochmal daneben. Kriegen wir den da reingebaut? Ich glaube ja, ne, oder? Nee, dann macht er das nicht da rein. Das ist schade. Hätte ich jetzt mit gerechnet, wäre schön gewesen. Dann machen wir das nicht, dann machen wir das so. Dann nehmen wir die und setzen die ganz einfach da nochmal drüber, oder? Zwei von dem Typen. Oder drunter, vielleicht auch drunter. Machen wir drunter, passt. Jetzt haben wir die Kapazität verdoppelt. Das sollte gut sein. Jetzt geht es mir noch darum, dass diese Kopflastigkeit noch bearbeitet wird. Weiß ich aber noch nicht wie. Konstruktionsmäßig. Mit sowas könnte man viel machen, ne? Aber leider geht das nicht bis da unten hin, oder? Nee. Die Reichweite ist da nicht gegeben. Ja. Achso, er wartet jetzt den zweiten Punkt zum Dranerkleben. Würde ich jetzt sagen, ne? Dann machen wir das mal weg. Ja, wär schön, wenn es einfach weggeht, ne? Ja. So, jetzt habe ich den nochmal an der Hand. Jetzt machen wir das nochmal da dran. Und hoffen, dass wir durch dieses Teil etwas verbessern können. Vielleicht machen wir es nochmal neu. Und zwar von der Kante dahin. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Also der obere nicht, sondern der untere Punkt, ne? Das ist ja doof. Aber lassen wir so. Wird schon klappen. Vielleicht wobbelt sie dann nicht mehr. So, hier haben wir dann noch so ein Teil. Ich glaube, die reißen ab, wenn man die dann da dran gesetzt hat, ne, oder? Und bieten mal hier noch ein bisschen Stabilität und gucken, ob das was bringt. Weiß ich jetzt nicht, aber Versuch macht klug, oder wie war das? So, dieses Wobbeln war das Entscheidende. Und die Batterien und der Schirm. Eigentlich sollte es das gewesen sein. Speichern wir mal gerade ab. Und ja, wenn die auseinanderbricht, ist es aber auch jetzt nicht so wild in der Hinsicht, weil wir ja definitiv da, sag schon, ach so, warte mal. Jetzt haben wir blöderweise wieder hier dieses Teil da. Oh, das läuft, ne? Ich wollte doch jetzt nur unser Teil da haben. Ist das wieder richtig dran gepappt? Ich glaube ja, ne? Ja, gut. Das hat natürlich jetzt super geklappt. Eigentlich wollte ich gerade nur das Menü hier erwischt haben. Da war natürlich das Bauteil hinter. Und schon, siehe da, klappt das nicht. Weil ich wollte gerade gucken, ob... Wenn ich drücke Kompakt, oh, jetzt hat er es wieder gemacht. Super geil.
Also wenn ich drücke, ist er an. Das heißt, jetzt ist er an. So, da sind meine Werte in der Atmosphäre dran. Okay, darum ging es mir gerade. Ich muss aber nochmal hier jetzt in diese Raketen rein, ne? Und muss den Schub nochmal regeln, weil ich jetzt sehe, dass ich ja TWR. Irgendwas passt jetzt gerade nicht. Ach so, weil die wahrscheinlich nicht in der richtigen Stufe sind, ne? Die sind da drinne und der ist da. So, jetzt sind die alle in einer Stufe. Und jetzt ist zu viel. Genau, jetzt passt es dann mit dem Runterschrauben gleich wieder. Passt. Gut. Zünden beide, richtig. Dann den Absprengen, dann das. Ja, sollte soweit funktionieren. Jetzt die Frage, ob das Wobbeln dadurch weg ist. Ist eine gute Frage, ne? Jetzt gucken wir mal hier gerade rein. Wir sollen jemanden retten. Dafür müssen wir Platz schaffen. Da gibt es noch einen schicken Techniker mit 2 Sterne. Wissenschaftler, ne, da soll man hier noch was lernen. Und der Pilot, Pferdsauer. Pferdsauer war zuletzt drinne. Und der macht jetzt erstmal weiter, oder? Oder soll man wen anders hypen? Ein Sternchen haben auf jeden Fall alle. Gibi. Komm, Gibi, gib mal was. Ach so, wir müssen ja... Ne, den müssen wir schon mitnehmen. Fällt mir gerade ein, Techniker. Einen Piloten. Gibi war gerade angesagt. Also kommt Gibi auf jeden Fall auf den Platz jetzt. Und wir müssen einen Platz frei haben zum Retten, ne? Wissenschaftler raus oder Techniker? Ich glaube, wir machen den Wissenschaftler nicht raus, sondern den Techniker. Obwohl, den Techniker haben wir gerade gesagt, wollen wir doch was beibringen, ne? Weil der nichts hat. Dann machen wir das so. Ja, weiß man nicht. Ja, die können Teile reparieren, die sich reparieren lassen. Lass es. Den mitnehmen, der kriegt Erfahrung. Das ist erstmal das Wichtige, was wir da haben wollen. Gut. Nochmal speichern. Wir haben was gegen das Wobbeln getan. Ob das hilft, weiß ich nicht. Wir haben was gegen für die Batterie gemacht. Wir haben den Schub korrigiert. Ich sag mal so, nur schief gehen kannst, ne? Mehr nicht. Und ich will hoffen, dass die Kapsel oben nicht kaputt geht. Dann können die immer noch landen, ne? Beiden sitzen da drin und gucken, dass sie beim Innenmustern was erreichen können, oder? SAS an. Unser Gibi, der kann ja schon ein bisschen was. Wir machen mal den Schub an. Und haben dann alles erreicht, oder? Dann gucken wir mal, was mit dem Mobbeln auf sich hat, ne? So, 3, 2, 1, go! Okay, sie wobbelt ein bisschen, ja. Würde jetzt nicht so schlimm sagen. Die schwacken da ganz schön hin und her, ne? Was jetzt das ist, weiß ich nicht, ne? Gucken wir mal, ne? Mal einmal auf die Map. Ne, nicht weg, rein. Oh. Das sieht doch alles noch ganz nett aus. Ja, jetzt könnte es kritisch werden. Okay. Schauen wir mal, wie wir weiterkommen. Feststoffraketen sind gleich leer. Die fliegen schon mal weg. Oh, wir sind schon weit übers Ziel hinaus. Okay, Atmosphäre ist verlassen. Okay, das Wobbeln haben wir, glaube ich, unter Kontrolle gekriegt noch.
weiß jetzt natürlich nicht, ob uns unser Wobbeln das von uns jetzt aus das war. Sieht doch ganz gut aus eigentlich, oder? Außer dass gleich der leer ist. Dann haben wir das los. Sehr interessante Explosion. Aber ich glaube, es ist nichts Schlimmes passiert. 148.000. Und wir versuchen gerade, das Ding irgendwo zu positionieren. Dass wir dann irgendwann auch nach Minus rauskommen. Ach, geht eigentlich alles, ne? Wenn wir das jetzt noch zum Dingens kriegen, sind wir doch schon ganz happy, oder? Ja, den Horizont mal ein bisschen noch drehen, so vielleicht. So einen Orbit hinkriegen, dann ist alles gut. Wie viel brauchen wir noch? Eigentlich müssten wir bis da warten, aber... Dann die Panik, dass wir den Orbit nicht hinkriegen. Er wird aber auch schneller größer, oder? Kann das sein? Ah, sieht auch eigentlich ganz gut aus, ne? Wir haben da ja nur eine Stufe mehr, so ist ja nicht. Aber zurück müssen wir auch noch, ne? Das ist das nächste. Also ich würde jetzt mal gerade einen Moment abwarten, dass wir da vorankommen und dann effektiver den Kurs nutzen, ne? Ja, gucken wir nochmal rein. Ah, der vergrößert sich jetzt hier natürlich noch. Kommen schon wieder ab vom Kurs. So, nochmal reingeschaut. Ich glaube, wir warten nochmal ab, bis wir da bei dem Punkt sind. Oder wir können auch vorspulen, ne? Bis hier so. Und dann nochmal Kurskorrektur machen. Also... Ich glaube, dann wird das effektiver mit dem Dingen, sag schon, mit dem Brennen, ne? So. Dann geht das schneller. Okay. Gucken wir zu, dass wir den Dingens hinkriegen. Wie heißt es? Den Orbit. Ja, jetzt ist das viel effektiver. Glaube ich jedenfalls. Ja, wenn wir da noch ein bisschen gegensteuern jetzt, dass wir da richtig liegen, dann läuft das schon. 172. Irgendwann müsste es hier dann auch klappen, ne? Kriegen wir noch hin. Und wann kommt sie? Die Apo. Ne, die Periapsis. So, da kommt sie jetzt gleich. Da ist sie. Jetzt brauchen wir nur gerade ein bisschen die Höhe haben. Und dann haben wir erstmal Frieden, weil wir im Orbit sind, ne? So 80, sag ich mal. So, passt. So, und dann müssen wir gucken, dass wir Richtung Minmus kommen. Soweit hat das ja alles ganz gut geklappt. Lass mal gucken, wie viel Sprit haben wir noch. Ah, der ist noch halb voll.
Ja, macht doch einen ganz guten Eindruck, oder? Die beiden sind hier schön am Schaukeln so ein bisschen. Aber das hat wohl funktioniert erstmal, ne? Ja, wir haben Platz frei. Gucken. Müssen wir nur, der war ja im Orbit, will ich hoffen, ne? Weil wenn wir landen, müssen wir die Beine vergessen. Aber ich glaube, wir müssen nicht landen, das war was anderes. Gut, okay, dann würde ich aber auch sagen, soll es für die Folge erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.